Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen hier zurück bei Monster Hunter World im Iceborne DLC. Ja, wir sollen die Rauhreifweite erkunden, aber wir gucken uns zunächst mal die Versammlungsstätte an, bevor wir was anderes machen. Und natürlich werden wir noch mit jedem Ausrufe-Charakter irgendwie connecten, weil es wichtig. Vielleicht geben die uns irgendwas, was wir vielleicht benötigen könnten. Und das ist von Vorteil. Ne? Also definitiv. Freue mich schon riesig drauf, wieder dort reinzukommen. Nicht, weil in die Rauchreifweite mag ich nicht so, weil es ein Eisgebiet ist. Und das sieht schnieke aus. Oh my fucking goodness. Hier hat's eine Sauna für uns. Hier haben wir es immer schön warm und knuddelig. Hier ist ein Bad nehmen. Komm, gönnen wir. Ah, wunderschön. Geil. Können wir aufstehen? Dein Ernst? Wie stehen wir auf? Mickreis. Interessant. Da haben wir Arena-Schalter und den Quest-Schalter. Ich habe auf dich gewartet. Wie kannst du mir behilflich sein, indem wir mal schnell gucken, was es so für Missionen. Oh, Meisterrang-Quest. Aufgaben. Abgeschlossen, die Eistaufe. Hä? Wann haben wir die denn abgeschlossen? Aha. Das sind die Missionen. Oh nö, jetzt haben wir wieder diese Scheiße. Aber die haben wir abgeschlossen. Eisiger Fang. Der erste Abschluss verbessert den Gileemantel. Okay. Gönnen wir uns. Und das ist erst ein kleiner Teil der Rauchreifweite, ne? Kantine können wir nicht mehr benutzen. Wo hat's hier... Ja, hier. Die Lagertruhe. Megafassbombe. Dann werden wir... Ja gut, das kann man so lassen. Dann werden wir das jetzt überspeichern. Set speichern. Jo. Weil das ist wichtig hier, dass wir alles haben. So. Quest weggeladen. Warte mal. Haben wir? Schockfalle. Blitzkapseln. Haben wir sonst noch was? Falls der Fang also nicht wirksam ist. Rohes Fleisch brauchen wir eigentlich nicht, aber gut. So. Na, komm schon. Gönnen wir uns. Ja, ja.
Ich melde mich noch kurz am Schnitt, denn wir sind hier noch nicht ganz fertig mit mit dem Erkunden hier, was das angeht, weil ich muss noch was kaufen und das würde ich dann ganz schon gerne machen. Du musst also der berühmte Saphirstern sein, hm? Wie haben Sie das Versorgungslager hier in Seliana anvertraut? Wenn du etwas brauchst, dass du mir einen Besuch ab und ich sorge dann dafür, dass unser Saphirstern ihre Sachen bekommt. Ich habe dir zahlreiche Heißgetränke beschafft, die wirst du bei der Kette brauchen. Nimm dir also auf jeden Fall welche mit. Ja, ich habe gemerkt, dass ich die Mission gestartet habe. Scheiße, ich habe keine wirklichen Heißgetränke mehr und das möchte ich ganz gerne, ne, ändern. So, und jetzt haben wir hier noch was. Ich bin bereit. Die Ressourcenzentrale von Seliana ist geöffnet. Ich schmeiße den Laden hier, Sternchen. Ich bin eine Einfrau-Logistikmaschine. Und ja, ich komme schon zurecht. Aber wenn du unbedingt möchtest, geh auf ein paar Beutezüge, um mir Arbeit abzunehmen. Ich freue mich immer über deinen Besuch. Okay. Der größere Teil werden nicht mehr als Belohnung für Lieferanfragen vergeben. Sie können nur in der Schmiede hergestellt werden. Ach so, jetzt haben sie es einfach verlagert. So wie ich es gedacht habe, ne? Um dir in der Schmiede verfügbaren Deckerrüstungsteil anzuzeigen, musst du die Punkte Ausrüstung schmieden und dann Deckerrüstungsteile wählen. Die benötigten Materialien und Forschungspunkte sind unverändert geblieben. Okay. Okay. Und dann haben wir hier noch den Typi, wo wir, ja, natürlich die ganzen Monster angucken können, was sie für Schwächen haben. Du wirst hier eine Niederlassung der ökologischen Forschung brauchen, nicht wahr? Geh auf die Jagd, ich erwarte deine Berichte, wenn du wieder hier bist. Erstatte lieber schnell Bericht, bevor dir noch der Mond zufriert. Okay, interessant. So. Und ja, ich glaube, das war's jetzt gerade. Das heißt, wir werden jetzt wieder auf die Quest gehen. Meisterrang. Aufgaben. Nee, Optionen. Ach ja, wir haben noch Event-Quests. Die müssen wir bis zu einem bestimmten, ja, Tag absolviert haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch was gibt. Und greifen Jäger mit Schlamm auf und an. Seid vorsichtig da draußen bei Abschlusswinkeln, Bonus. Jägerrang. Meisterrang, Punkte. Okay. Diese Dinge wie Felwin, sag ich dir, ich kann gar nicht genug davon bekommen. Wenn du mir noch mehr davon beschaffst, hast du mir einen größten Dank. Ach ja, das ist wieder für Punkte, aber das hier, glaube ich, gibt ein Großschwert, so ein Säbelfisch, welcher unglaublichen Eisschaden hat. Und das hier gibt eine Deko-Rüstung, nee, nicht mal, das gibt eine sonstige Rüstung, einen Helm und ja, mal gucken. Wir waren eigentlich hier gerade, ne? Ja, ich bin online diesmal. Können wir ja jemanden mitnehmen. Jetzt ist die Frage, was lassen wir zu Hause? Das da, dafür nehmen wir die Fallengrube mit. Ja, ist besser als gar nichts, ne? Und da zur Schmiede können wir auch noch kurz gehen.
Hey du, Fünferin, angeblich werden hier interessante Materialien als je zuvor finden. Wir alle sind Feuer und Flamme und wollen härtere Ausrüstung als je zuvor anfertigen. Wenn du welche von den neuen Materialien findest, bring sie her. Wir machen dann was draus, dass du mit Stolz tragen kannst. Ach, und nimm dies, das macht deine Ausrüstung garantiert noch besser. Neue Länder, neue Materialien, werf den Schmiedeofen an, Jungs. Expertenjuwel 4. Aha. Ja, ich lade dann direkt ein. Aber ich denke kaum, dass hier jetzt jemand zujoinen wird. Klar, es gibt immer Leute, die erst gerade, ja, die Mission machen werden. Aber ich glaube, bei den Event Quests hätte ich mehr, ne, Leute, die was machen. Vor allem Ding ist schon etwa 4 Tage her, seitdem Iceborne draußen ist. Und deswegen. Nein, wir werden jetzt direkt mal. Zurückgehen. Oh Mann. Ja, es hat mir hier gerade wieder die Capture Card weggeballert. Keine Ahnung warum. Wir waren von hier. Ich habe mal kurz nachgeguckt, was man das noch gesehen hat wegen. Ne? Wegen Eisgetränken und so. Jetzt habe ich mich mal kurz vollgefressen. Aber eins verstehe ich nicht. Warum sind wir hier geschützt? Ich brauche kein Passwort. Kann sich gerne jeder melden, der, ne, sich stark genug fühlt. Ja, ich fresse mir hier gerade mal ein Heißgetränk. Und mache mich auf den Weg. Warum ist man hier geschützt, Mann? Verstehe ich nicht. Da ist das Vieh schon wieder. Wo ist der Bastard? Da ist der Bastard. Oh. Okay. Aha. Hey. Hey, kleiner Lolli. Ha. Na komm. Toro, Toro. Aha. Interessant. Yeah.
Ha. Wir brauchen eine Teile. Easy. Ohne Moment, die Bruder. So. Was habe ich da jetzt gesoffen? Warum haut das Ding schon ab? Aber hab ich nicht gesagt, da kommt keiner und joint. Ja, Kraut, warum darf ich sowas mitnehmen? Okay. Da habe ich mir einen Trank reingepfiffen. Okay. Okay. Zeit für eine Vitalwespe und dann auf die Flossen mit dir. Schade. Ha. Und hau den Lukas. Ja. Das tat weh, ne? Haha. Sorry, Bruder, ich bin viel zu gut. Komm her. Easy, Bruder. Und jetzt noch. Ah, verdammt, nur 4. Schade. Und hau den Lukas.
Wasser. Easy fresh, ja. Ja, hier können wir mal uns eine Nullbeere reinpfeifen, weil... einfacher, wa? Komm, geh aus dem Weg. Muss ich wirklich auf Rüstung zurückgreifen? Weil du machst mir gar keinen Schaden. Machst mir immer noch keinen Schaden. Wo schlägt denn mein Mädel hin? Jetzt hattest du Glück, ne? Na? So. Das ist jetzt vorbei. Können wir ihn jetzt fangen? Okay. Und hier kann sie keine Fallen buben, doch hier. Komm her.
Wo ist der Schlawiner? Aber es wird halt auch gar nicht angezeigt im Master Rank. Ich muss darauf achten, wann er weghumpelt. Was für Schaden, ey. Ja, ja. Komm. Jo, Todos. Ja, ja. Hat dich erwischt. Greife an oder rolle auf den Boden, um ihn abzuschütteln. So, ich mach mal kurz was. Wir haben nur Blitzcaps und davon habe ich eine. So. Also Blitz. Dingenskirchens. Ja. Eine Schockfalle. So, dann machen wir das. Ha, perfekt gedodged.
Aha. Aha. Easy going. Walter Feenstein. Was soll das sein? Auferjuwel. Okay. Ein Spezialwerk wurde verbessert. Neues Objekt Chile-Mantel Plus. Ja, moin. Das brauchen wir nämlich für die nächste Aufgabe, Freunde. Aber sowas von. Sonst läuft der Hase nicht. Und ich hoffe jetzt, jemand kommt zu uns wegen dieser Mission da, weil das Fischen dort ist ja noch angenehm. Oh. Wir sind nicht raus. Weltkarte. Wir gehen nach Selina. Ja, was sollen wir sagen? Wir waren noch nicht in unserem Raum. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich wollte schon mal in unseren Raum und dann wurde ich immer wieder rausgeschmissen. Ach nee, war ich ja noch gar nicht. Es gibt so einen Durchgang, wo aussieht wie unser Raum, aber gut. Aber dann sehen wir das auch gerade, wo wir eigentlich stationiert sind. Vor allen Dingen möchte ich diese kleinen Mini-Missionen da für das Schwert und so nur einmal machen, um es euch einfach mal zu zeigen. Dann stelle ich euch natürlich das vollkommene Schwert vor. Wenn ich da durch bin. Das ist nice. Jockgesell, Mann. Oha. Willkommen hier aus drin. Ich freue mich, dich hier in Seliana als dein untertäniger Haushalter zu Hand zu gehen. Ich helfe dir gerne beim Umdekorieren, wenn du Lust auf eine Abwechslung hast, Miausterin. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag einfach Miau. Du kannst deinen Raum in Seliana umdekorieren. Sprich einfach deinen Haushalter an, um dein Quartier zur perfekten Jägerunterkunft für dich zu machen. Stelle neue Einrichtungen frei, indem du die Geschichte spielst oder Beutezüge abschließt. Bei einigen Einrichtungselementen kannst du sogar das Muster und Material verändern und sie perfekt an deine Unterkunft anpassen. Ja, moin. Nee, jetzt gehe ich ins Add-on. Oh Mann. Eckboden. Also den hätte ich...
Okay, Boden. Jungs, wie viele Dinge habe ich? Ausruhen, okay. Wie kann ich ihm seine Dekorüstung ändern? Habe ich vergessen. Einzige Funktion, empfohlene Layout freigeschaltet. Raum, Theme, Kronleuchter, Teppiche, Abstellmöbel. Mein Raum ist meine Burg. Einfache Steinwand, Steinwand, einfacher Steinboden. Traditioneller Boden, einfacher Kronleuchter, einfacher Bank, Standardbrett, einfaches Brett, einfacher Tisch. Hinzugefügte Elemente, Jutesäcke, klassische 1, klassisch 2, Flickwerk, Flickwerk und Flickwerk, okay. Helles Holz, dunkles Holz. Ja, moin. Also das ist schon fast schon geiler als das da. Renoviert, dann Boden. Wir werden zu richtigen Innendekorateuren. EG Raummitte. Esstisch, einfacher Tisch. Ja, nee, es sieht schon geil aus. Oder weil die so einen Scheiß haben? Nee, glaube nicht, ne? Holzkisten haben wir nur eine, dann hier. Ja, Jägerbrunch ist cool. Sorry, aber der Standard-Sofa hat mehr Style, warum auch immer. Oh nee. Das ist noch gesperrt oder was? Ach Gottchen. So. Hat's hier wenigstens was? Aber ich möchte doch neben meinem Bett nicht irgendwie sowas hier stehen haben. Oder ein Bücherregal. Ich kann wieder auf dem Standard wieder bleiben. Nee, schon richtig so, ist schon gut. Gibt's noch was? Jutesäcke, okay. Ist ja cool. So. Dann haben wir beides genommen. Teppiche, Jägermix. Das frage ich mich auch gerade.
Oder kann ich meinen Haushälter hier, also, ne? Nein. Schade. Na dann. Ja, komm, jetzt noch Haustiere platzieren. Was hatten wir denn gerne hier im... Na? Komm, wir hauen einen Kaktus rein. Wobei, nee. Wir hauen hier... Nitrokröte. Das ist die Frage, was knallen wir dahin? Wisst ihr was? Wir brauchen eine Lampe. Und zwar nicht nur so eine kleine, sondern eine fette. Da! Sehr schön. Dann Nägelboden, dann können wir hier irgendwie sowas hinknallen. Dann Töpfe, Wackelwurm einmal. Oder Wackelwurm Königin besser gesagt, so. Dann haben wir Aquarium. Dann haben wir hier noch einiges mehr. Oh, sieht das nice aus. Anstatt diesen Ekelgeier. Bei heißen einheimische Tiere. Aha, ja. Das sind dann die neuen Tiere, ne? Teich. Und warum kann ich den Rochen nicht nehmen?
Eben. Denn man. Die Uhr ist halt Manta-Motte. Wie nehme ich mehr? Weil ich glaube, hier könnte man 3 nehmen. Spielt auch keine Rolle. Wir haben jetzt wenigstens ein bisschen. Nee, geh doch nicht weg, Königin. Ich meine, bist du in einem heimeligen Zuhause? Ne? Cool. Inuyasha, was ist denn? Oh genau, dieser nette Schnurrtruppler hat mir beigebracht, wie man Miauster ruft. Jetzt kommt's. Hat man einen Miauster gerufen, kann man aufsteigen und darauf reiten. Hier, ich zeig dir, wie es geht. Du kannst jetzt Schnurrtruppmonster mit deinem Palico reiten. Wähle Truppen, Retruf im Objektbalken aus, um ein Monster herbeizurufen und drücke dann neben ihm. Kreis, um aufzusteigen. Öffne die Gebietskarte und drücke R3, um ein Ziel festzulegen und automatisch dorthin zu. Das ist natürlich nice. Du kannst zum Beispiel einen großen Monster mit R3 markieren und dein Schnurrtruppmonster wird es automatisch verfolgen. Dadurch kannst du dich unterwegs auf die Jagd vorbereiten. Ja, das ist ja mal scheiße geil. Kessadon, Jagras, Chamos, Gyros, Gastrodon. Okay, und hier wären es die Pepe. Ne, habe ich recht? Ja. Ja. Habe ich sowas von recht. Wie gesagt, das ist scheißegal. Hallo, goldene Fledermaus. So. Ich wusste nicht mal, dass ich eine goldene Fledermaus habe, aber gut. So, jetzt kommt noch eine Sache, die ich eben kurz mal angucken möchte. Und das ist das Großschwert. Weil das andere ist eigentlich easy. Ihr müsst einfach ein bisschen euer Netz bereithalten. Da gehöre ich dann im nächsten Part. Wahrscheinlich beim letzten Try noch. Aber vorher ist es nicht nötig, ne? Aber was wir für Schaden angerichtet haben, ich glaube, der ist direkt ja zerfleddert worden. Die Kämpfe dauern einfach länger, aber an sich. Nein, müssen wir nicht. Wir haben jetzt andere Sorgen. So, und zwar. Naja. Unsere neue Quest bekannt machen. Und zwar. Ah, ne, das haben wir jetzt. Eisiger Fang haben wir. Ruf der Wildnis. Was bist du zur Hölle? Diese Vulks sind schon interessant, die töten nicht sofort, sie warten ab und wenn sie eine Chance bietet, holen sie ihre Freunde zu Hilfe. Mann, ich liebe Forschung. Ja, das muss ich alles noch machen irgendwie. Aber das alles eigentlich kann ich alleine machen jetzt mittlerweile, weil... Jo, nur genau die Kacke da. Töte 10 Vulk. Okay, aber ich will jetzt mal kurz... Was ist ein heimische Wesenforscherin? Die Kortos, Pepe, Vulk, Boboa. Oder Boa Boa, okay. Liefere 6 Perlenquell-Makaken aus, okay. Ach, mein Meisterrang ist noch nicht gut für diese Quest. Was? Warum das denn? Fick dich. Aber die kann ich dann machen mit dem Riesenschwert. Ist klar. Alles klar. Alles klar.
Ja, und jetzt sehen wir uns, wenn ich den Scheiß gemacht habe, ne? Weil es sind einfach zwei scheiß Biotodusse, also das, was wir vorhin gemacht haben, in mal zwei und keine Ahnung. Und ich hoffe, ich kriege Hilfe, weil sonst RIP Brüder und Schwestern, weil kann ja nicht angehen. Deswegen würde ich sagen, bis gleich. Wir müssen jetzt den Versorgungsweg zur Basis sichern.
So. Ja, also ich werde zuerst mal das machen, dann das, also ungefähr 6 Mal, weil ich brauche 6 Stück. Wahrscheinlich ist die erste auf 1, die zweite Stufe müssen wir 2 Tickets haben und dann auf der dritten Stufe 3. Tut mir leid, ich habe mich gemutet, ich Depp. Perlenschnapper muss ich 3 Mal machen maximal, weil dafür braucht man 3 Tickets. Ich zeige euch dann den Kopfschmuck. Und wahrscheinlich noch, wie man es macht. Hat nämlich 2 Stellen momentan. Und ich brauche dringend noch Materialien. Und mal schauen, ob ich die alle rauskriege. Vielen Dank fürs Zugucken, Freunde. Wir sehen uns. Tödelö.